So, da probiert einer was. Und getroffen und der ist down. Ja, und das ist halt das Gefährliche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir das schöne Spiel Skywars. Und zwar auf dem play.aemservers.net-Server. Ja, und ich spiele das Spiel hier zum ersten Mal. Ähnlich übrigens wie Skyblock. Sehr ähnlich sogar. Ja. Ich habe das Spiel erst einmal gespielt, das heißt, ich habe keinen blassen Schimmer, wo hier jetzt die genauen Unterschiede liegen zu dem normalen Skyblock-Spiel. Aber hier sind vier Spieler drin. Das ist eine Vier-Spieler-Map. Und in der Mitte scheint ein bisschen was Besseres zu sein. Das Besondere ist hier auf jeden Fall, dass man Schneebälle hat. Schneebälle, Angel und eine Waffe. Das heißt, man kann eigentlich sofort töten. Fuck. Nein, ich treffe nicht. Ich bin zu behindert. Komm, Obsidian. Keine Ahnung, wozu ich das brauche. Rüber. Und vor allem, weil ich immer gleich verschwende. Rein da, rein da. Goldenen Apfel fressen. Los geht's. Töten, vernichten. Oh, der Typ hat Lava gesetzt. Gar nicht mal so die dumme Idee. Dafür hat er hier keine Rüstung angezogen. Und ich habe gewonnen. Okay, gut. Anscheinend ist die andere Person, die noch überlebt hat, runtergefallen. Und ich habe gewonnen, relativ einfach. Ich glaube nicht, dass das ein Spiel war, so zu gewinnen, aber egal. Gut, wir spielen jetzt noch eine Runde. Können wir einfach hier reinjoinen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Maps. Oh ja, die Kuchen-Map. Die habe ich. Das war die erste Map, die ich gespielt habe. Hier steht noch zwei Spieler, bis es losgeht. Mal gucken, die kriegen wir bestimmt jetzt auch zusammen. Ja, 7 von 8 haben wir jetzt. Das ist eine 8-Spieler-Map, wie man sieht. Da sind Kisten und in der Mitte sind ganz viele Kisten. Glaube ich zumindest. Und hier ist halt das Besondere, man kann eigentlich nicht wirklich von seiner Insel weg. Zumindest nicht, wenn einer da ist, der aufpasst. Kommt doch an, ich bin ja hier. Aber ist noch schlechter. Letztes Mal war ich da, an so einer Ecke von einem Kuchen. Wenn einer aufpasst von den Seiten, dann kann man eigentlich nicht darüber. Oder zu den Kisten. Ich sollte erstmal auf jeden Fall das Zeug hier holen. Man hat auf jeden Fall kein zweites Leben. Deshalb bin ich mir auch relativ unsicher, warum jetzt... Na doch, zwei Kisten. Warum es jetzt hier zwei Kisten eigentlich sind. Beim ersten Mal hatte ich aber Eisenschuhe und einen Helm. Die haben auch nichts, die haben auch nichts. Man könnte sich, wenn ich das so richtig sehe, auf alle Fälle der Typ versucht was. Ein Schneeball nur. Das heißt, es variiert tatsächlich, was in den Kisten am Anfang drin ist. Weil ich hatte beim letzten Spiel, glaube ich, ein paar mehr Schneebälle. Ist der Typ da gerade runtergefallen? Oh Gott. Er ist echt runtergefallen. Sehr schön. So geht's natürlich auch. So, da probiert einer was. Und getroffen und der ist down. Ja, und das ist halt das Gefährliche. Deshalb trauen sich eigentlich die wenigsten gleich darüber. So, was ich machen könnte, wäre auf jeden Fall eine Farm für Dingsbums. Cobblestone, aber brauche ich eigentlich gar nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Sondern was ich eher brauche, ist das hier. Und zwar ein bisschen, jetzt habe ich einen Knopf gemacht. Tschüss. Ja, er fliegt runter, sehr schön. Ich gehe mal. In die Mitte traue ich mich gar nicht. Essen habe ich auch nichts bekommen. Das letzte Mal hatte ich sogar noch eine Pilzsuppe bekommen hier. Mal gucken, ob der Typ überhaupt sein Zeug gelootet hat, weil ich habe nicht gesehen, dass er irgendwie Rüstung anhat oder irgendwas. Muss ich nur gucken. Hui. So. Gucken, gucken. Knochen, gut. Dann kann man den... Oh, ist ja schön. Hä? Ich habe die Knochen nicht bekommen. Es leben übrigens noch zwei Spieler. Ich habe den Knochen nicht bekommen. Warum nicht?
Ich dachte, damit könnte man jetzt hier relativ schön Bäume nachpflanzen. So, der Typ. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Wo ist denn der? Der eine, der jetzt noch lebt. Da hinten ist der. Gut, dann kann ich es, glaube ich, wagen. Hier erstmal rüber zu gehen. Da ist nämlich relativ gutes Zeug drin. Dann sollte ich mich von der kleinen Insel hier wieder verpissen. Dann habe ich keinen Bock, darüber zu gehen. Deshalb mache ich mir noch eine Workbench. Verarbeite da das Holz. Verarbeite da das Holz. Ich behalte mal noch ein bisschen was. Der Typ da hinten guckt auf jeden Fall. Geht auf die mittlere Insel rüber. Hat er sich schon einen Weg gebaut. Was ich aber jetzt machen werde. Oh Gott. Das hasse ich richtig. Daran bin ich nämlich beim allerersten Spiel, das ich hier gespielt habe, gestorben. Weil ich geleckt habe. Oder weil es irgendwie auf diesen Half-Dingern so geleckt hat. Und ich bin dann dadurch runtergeflogen. Ich habe Angst, mich hier rüber zu bauen jetzt. Ich könnte mich natürlich auch sicher rüberbauen, aber... Wer will das schon? Der Typ ist, glaube ich, beschäftigt mit der Kiste. Deshalb bin ich jetzt hier in der Mitte. Und hier ist nichts drin, okay. Entweder hat einer gelootet oder... Weiß ich das nicht, dass hier sich irgendjemand einen Weg rübergebaut hätte. Na gut, aber von der Mitte aus habe ich jetzt eigentlich alle Möglichkeiten. Obwohl ich kein Essen habe. Ich habe immerhin 4 goldenen Äpfel hier. Na? Eddie, aka Eddie. Na los, triff mich. Ah, noch ein bisschen. Ob er es nochmal schafft heute? Hm? Komm. Ja. Oh, jetzt habe ich mich mit dem Stäber getroffen. Hat er schön verschwendet übrigens. Dann soll er doch zu mir kommen, Mensch. Man hat übrigens Lava. Kann man gut im Kampf benutzen. Ich glaube, ich gehe mal darauf. Guck mal, ob da irgendwas ist. Glowstone Dust. Hui, hui, hui. Wo ist der Typ? Da ist er. Okay, hier oben drauf ist auch nichts. Ich kann ihn da nicht runterschubsen. Glaube ich nicht. Too risky. Jetzt habe ich zufälligerweise die Knochen bekommen. Entweder war ich vorhin extrem blind oder die waren einfach nicht in meinem Inventar. Der Typ guckt alle paar Sekunden, ob ich rüberkomme. Aber rüber gebaut hat sich auch noch keiner. Ja, was soll ich jetzt machen? Zu ihm gehen? Er sieht mich halt und kann mich runterschubsen. Vor allem, weil die Inseln so relativ breit sind. Kann einfach nach da gehen, falls ich mich so straight drüber baue und mich von der Seite halt runterschubsen, dann fliege ich auf jeden Fall. Da hat man die Lags gesehen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich spiele das Spiel jetzt zum dritten Mal. Eddie, aka Eddie. Aber er hat eigentlich auch keine Möglichkeiten, an mich ranzukommen. Ich kann auch warten, also. Obwohl es nicht viel bringen wird. Zeit drin. Ah. Man kann in den Kuchen ja auch noch rein. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ist da irgendwas drin? Könnte natürlich zurückgehen und gucken. Was hat er denn jetzt vor? Tja, das weiß nur wohl er selbst. Ich würde auf diese Zwischeninsel noch gerne rüber. No. Ich will jetzt echt keinen Fallschaden kassieren. Ungünstig, jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht lag und runterfalle. Oh, ein Apfel. Den kann man gern mal essen. Der Typ da hinten guckt weiter. Ich traue mich auch gar nicht hier rüber zu gehen, weil ich Angst habe, dass er dann so einen Schneeball wirft. Das guckt er gerade nicht. Deshalb kann ich hier mal schnell rüber. Boah, wenn es nicht lecken würde.
wie er guckt die ganze Zeit. Was mit seiner Angel immer die ganze Zeit probiert. Ist auch lustig. Einen Apfel haben wir hier. Weil ich kurz bis das halbe Herz gereckt habe, bevor ich mich wieder bewege. Ja, gut, mehr Bäume bräuchte ich eigentlich auch nicht, obwohl ich jetzt die Knochen hätte. Blöd spawnt ein Wolf. Ah, aber was mache ich jetzt? Braune Wolle, Glowstone, das. Ich kann ihn verwirren, indem ich einen Glowstone platziere. Das wird natürlich eine Option. Eis, daraus kann ich Wasser machen. Wie er hier. Aber ob mir das irgendwas bringt, wage ich mal zu bezweifeln. Er baut sich Stein ab. Das ist natürlich eine Option, an die ich gar nicht gedacht habe. Er baut Stein hin, damit er es wieder abbauen kann, damit er sich ein Steinschwert gegebenenfalls craften kann. Aber es hat Schärfe 1. Was kann man sich denn mit Steinen noch machen? Ofen. Ofen? Andere Waffen? Eine Spitzhacke aus Stein? Ich habe keine Ahnung. Na, guck da wieder. Guck, was er sich gecraftet hat. Nur noch hat er seine Holzspitzhacke in der Hand. Tja. Ich hätte gerne meine Lava hier wieder. Na, was macht er jetzt? Ich muss irgendwas machen, das macht er, glaube ich, gar nichts hier. Ich will mich da nicht rüberbauen. Der kommt doch jeden Moment wieder hoch. Ja, da kommt er wieder. Da kommt er wieder. Ich hätte jetzt natürlich auch... Ach, egal. Ja, geh doch mal weg! Ja, das probiert er dann mit der Angel, ey. So, das Spiel konnte ich noch ein bisschen hinziehen. Die Kisten hatte ich ja hier schon geguckt, glaube ich. Ich kann halt drauf warten, drauf spekulieren. Naja, komm. Ich könnte nämlich Folgendes machen. Er kommt instant wieder raus. Das ist zu gefährlich, was ich hier versuche. Da hat er mich eben nur runter, wenn er nicht vollkommen dämlich ist. Ach komm, geh doch mal jetzt auf eine andere Insel, dann können wir doch kämpfen, indem ich mich hier rüberbaue. Das bringt doch gar nichts, was er da jetzt vorhat. Stein, was kann ich denn mit Stein sonst noch machen? Eine Druckplatte. Wenn es die Redstone geben würde, dann wäre schon mehr Möglichkeiten. Am besten noch Eisen, damit man sich Pistons machen kann. Tja, aber so. Es ist ein Geduldsspiel. Er guckt instant. Ja. Nein, nicht, dass man hier nicht capsen darf, ey. Ein super spannendes Spiel auf jeden Fall. Ja, Mann. Nee. Ich könnte mich doch da. Nee, könnte ich nicht. Mann, er muss doch einfach nur mal nach da hinten gehen, wo er hergekommen ist. Dann können wir doch nochmal kämpfen. Anstatt da stehen zu bleiben. Das bringt ihm doch auch nichts, wenn er jetzt die ganze Zeit wartet. Ich will, er könnte doch nach hinten gehen, darauf spekulieren, dass ich hier rüberkomme, mich dann irgendwie versuchen runterzuschubsen, während ich mich hier rüber baue. Aber macht er einfach gar nichts. Der bleibt einfach stehen. Spekuliert doch, ey. Da guckt, ey. Ja. Ich glaube, der wartet einfach, dass ich mich auslogge. Oh, lol, diese Lags, ey, die machen mich krank. Guckt der von da unten? Was baut er sich da? Zum Teufel, Alter. Ich könnte natürlich so machen. Ganz sneaky. Ich weiß nicht. Okay, gut. Der wird sich auch denken, was mache ich hier? Mann! Das dauert mir jetzt gerade echt ein bisschen zu lange. Boah, Alter, komm doch. Vielleicht hat er gar keine Schneeblöcke mehr oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung.
baue mich hier gleich safe rüber, ey, ganz ehrlich. Stimmt, an die Option habe ich gar nicht gedacht. Er kommt wieder hoch. Ganz ehrlich. Du, was habe ich jetzt hier? Das habe ich. Mann, ey, Gott. Der Typ zwingt mich ja geradezu. Dazu das zu machen, ey. Das ist. Echt eine Schweinerei. Ich weiß aber nicht, wie ich das jetzt anstellen soll. Mich hier safe rüberzubauen. Aua, es hat wehgetan. Ja. Hör auf zu heulen, Mensch. So kann ich halt machen, ne? Ja, irgendwann ist eine Lange kaputt. Ich weiß ja nicht, ob er an die Option denkt. Jetzt wartet er. Na komm. Ja, es dauert mal kurz, bis die Angel da ist. Man kann die vorher immer hören. Natürlich ist noch, je näher ich hier rankomme, desto schneller kann er auch die Angel zücken. Beziehungsweise ist es schon, dass die Angel hier außerhalb der Lava, damit er mich noch zusätzlich bedrängen könnte. Aber so wird er nicht weit kommen, ja, ne? Sieht er, glaube ich, selbst auch langsam ein. Dass ihm das nichts bringt. Wenn ich Pech habe, fliege ich trotzdem runter. Abgesehen mal davon. Na komm! Komm, komm, komm! Ja, das hat jetzt richtig gebracht, den Schneeball zu werfen. Das hat's richtig gebracht, Alter. Ah, kommt er? Komm. Der zögert's doch nur weiter hinaus. Mann, damit tust du mir echt weh, ey. Macht er da? Versucht rüber zu springen? Komm, jetzt kannst du noch. Jetzt kannst du doch. Ich könnte ihn zurückdrängen. Nee, jetzt baut er mich mit. Jetzt will er hier mit Obsidian zubauen, oder was? Hau ab, Alter. Hau ab, hau ab. Du baust mich hier nicht mit Obsidian zu, ey. Das Problem ist, wenn ich jetzt so mache. Komm, bam! Mann, ey! Boah, hat das lang gedauert. Ich hätte jetzt gerne noch gesehen, was er da unten gebaut hat. Aber der Typ, ne? Der Typ, ey. Wie lange der da rumstand. Gott, ey. Na gut, auf jeden Fall. Das war Skywars. Gibt's hier auf dem schönen Server. Gibt's auch noch ein paar andere Spiele. Ich kann ja ganz kurz mal gucken. Oh Gott, falls es überhaupt funktioniert. Gibt's tatsächlich. Survival, Factions, Kid PvP, Creative, Skyblock, Skygrid, Skywars. Drei Sky-Varianten. Und Zombies. Mal gucken, ob ich davon vielleicht noch demnächst irgendwas anderes spielen werde. Auf jeden Fall, was ist auf jeden Fall für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.